Wo ist unser Kollege? Hör mal, ich würde es ja selbst machen, aber der ganze Krach und die Schießerei... Okay, machst du das ja nicht. Hör mal, ich würde es ja selbst machen. Ja, jetzt müssen wir nicht nochmal sagen, ich hab's verstanden. Krach und die Schießerei. Befreien Sie die Klimastabilisatoren, indem Sie die Störgeräte oder die Orbital Watch vernichten. Upgrade haben wir uns wie immer nicht leisten, also machen wir das gerade schon mal so. Mission annehmen. 8, 10, 11, 15. Zwischenhalt zum Zelle. Okay, und los. Hier, siehst du den Schlamassel? Die Transmitter erzeugen überall Interferenzen. Und sie werden auch noch von Schlachtschiffen bewacht. Ich würde mir gern von Dr. Eigenbrödler erklären lassen, wie wir damit fertig werden sollen. Ein Glück, dass du uns nicht hängen lässt. Natürlich nicht. Vor langer Zeit haben die Leute geglaubt, dass der Mond für das Wetter verantwortlich ist. Virgil Drake. Wir werden beweisen, dass das stimmt. Ah, böse Mensch, okay. Die Orbital Watch hat unsere Stabilisatoren eingenommen. Gehen Sie schnell dorthin, bevor alles schlimme Konsequenzen hat. Befreien Sie den Klimastabilisator, indem Sie die Störgeräte der Orbital Watch vernichten. Okay. Verstanden. Ja, locker oder so. Also. Machen wir doch schnell. Was haben wir denn noch? Kinetische Schilde aktiviert. Schilde, Treibstoffkosten 4. Kampfstationen. Bestätigte Schiffstation, okay. Kann ich jetzt bitte schnell das Laser aus dem Arsch? Bestätigt. Ja, jetzt haben wir uns das Reparaturschiff also nicht mehr dabei. Müssen wir das mal auch noch selber machen. Kampfstationen. Roger. Schnell die sammeln. Verstanden. Es sind, glaube ich, gerade ein paar Minen hochgegangen. Nein, nicht Treffer. Bist du blöd? Reparaturdrohnen gestartet. Aha. Cassian möchte, dass sie dieses Problem beseitigen. Dauer. Na, machen wir es nicht. Also. Ich weiß nicht, was das für Nebenmissionen sind. Muss ich die nachher machen oder muss ich die denn jetzt machen während dem Kampf? Das weiß ich echt nicht. Feuer frei. Ja, Feuer frei. Feuer aus allen Rohren und... zerstört. Im Gange. Ja, warte mal, das Tool holen wir uns doch mal schnell. Nee, die Fahrer, verdammt. So, dann alle wieder mit. Volle Kraft voraus. Da kommen sie. Grünes Licht. Was macht es denn fertig, hey? Also. Nochmal eine Reparatur, die sind. Reparaturdrohnen gestartet. Bestätigt. Gitsch. Da sind noch mehr feindliche Schiffe. Feuer frei. Hei, hei, hei. Wow, das ist ein immer U-Boot-Einsatz. Wir sind auf der Hut. Sind unterwegs. Das finde ich gut. Kampfstationen. Kann ich einen Damm zerstören? Das sind fast
noch ein bisschen, ja. Ziel bestätigt. Grünes Licht. Okay, dann schießen wir die Mine noch kaputt und haben wir die EMPs stört Dings noch. Bestätigt. Plus mehr Triebstoff. Sehr gut. Kampfstationen. So lange hat die Schilde ja nicht gehabt. Okay, volle Feuerkraft zerstört. So, und jetzt zerstören wir den Laser. Störsandel. Das eine Schiff, das eben nicht so gesund ist. Und jetzt schneide ich das einfach, um schon einen Schuss bin. Ja, das kann ich. Bereit für Einsatz. Jetzt hat er mit dem Türen sogar eine Rakete. Ich weiß nicht. Okay, Rakete drauf. Starte Nuklearrakete. Das finde ich zwar nicht unbedingt die schlaue Konfliktlösung, aber wenn es nicht anders geht. Gut. Reparieren wir mal. Oder ja. Ich kümmere mich um die Reparatur. Ja, mach das. Ich schaffe jetzt, bevor die ganze Flotte dorthin kommt. Selbstverständlich raus und zerstört. Ja, ja. Das war schon zweimal. Ich glaube, du hast nur drei Dödel. Oh, die Kleinen kriegen wir locker ab. Tschüss. So, jetzt holen wir uns so schnell das EMP-Upgrade. Ah, oh, nein, da haben wir schon das Maximum. Jetzt zerstören wir doch den Sender auch noch gerade. Sie stören zuerst die Außenpiste. Was ist das? Das sieht aus wie eine kleine Strasse, aber kann sie wohl nicht sein. Und der letzte Turm, wo uns gerade noch Iridium geschenkt hat. War auch kaputt. Bingo. So, jetzt fahren die doch durch Mine. Fahren doch. La 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 la. Okay. Wir werden angegriffen. Oh. Alle zum Einsatz. Sie haben es tatsächlich gemacht. Das ist ein EMP. Nö, EMP. Das lohnt sich nicht. Und der Schwank. Der letzte Störsender. Weißt du was? Das war echt unheimlich. Jo, viel Jorgensen. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Das ist unglaublich. Boah, ja, ich bin so stolz her. Also wirklich, oh, nein, also wirklich, hey, echt. Boah. Das lässt sich wieder aufbauen. Das lässt sich wieder aufbauen. Wie sieht das? Na, dann mach's doch, wenn's fehlt. Ich habe Sie falsch eingeschätzt. Ja. Verzeihung. Aber seien Sie versichert, wir werden Ihre Unternehmungen unterstützen. Und ich bin sicher, wir haben Sie nicht zum letzten Mal gesehen. Aber die Global Union wird nicht auf Drakes Forderung eingehen. Das Mondlizenzierungsprogramm muss weitergehen. Das muss weitergehen, das finde ich auch. Oh.
Gehen wir wieder zurück. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wärst du daran interessiert, Aufträge für meine anderen Kunden zu erledigen? Sie warten. Jo, jetzt schauen wir zuerst mal, was da noch ist. Wie sieht es aus? Da ist alles friedlich. Gehen wir mal über. Stabilisator ist auch wieder gut. Was sagt denn es? Die Arbeiten an den Piers ist fast abgeschlossen. Stellen Sie sie fertig, damit Frachtschiffe aus der Arktis in wärmere Gefilde aufbrechen können. Beenden Sie Ihren Raumhafen-Upgrade Ikruma-Gletscher. Wo ist der Raumhafen? Achtung, Unterversorgung mit bestimmten Verbrauchsgütern entdeckt. Ja, jetzt warte ich mal schnell, hä? Die Orbital Watch stellt eine größere Gefahr dar, als wir dachten. Drake muss geheime Unterstützer haben. Es ist unabdingbar, dass die Union auf dem Mond eine starke Präsenz zeigt. Und um das zu ermöglichen, müssen wir eine Flotte Kolonie-Shuttles hochschicken. Es ist an der Zeit für die Erforschung von Raumfahrttechnologie. Jetzt mach mal langsam. Ich bin erst gerade auch auf dem Nordpol, also kein Stress. Okay. Also. Ewiger Winter. Naja, man gewöhnt sich dran. Ihre Luftfahrttechnologie muss sich an die Standards des Programmes halten. Setzen Sie genügend kluge Köpfe an die Aufgabe. Werben Sie Wissenschaftler in der Arktisregion an. Veröffnen Sie das Strategiekarte. Öffnen. Alter, das Deutsch. Öffnen Sie das Strategiekarte-Menü. Ich kann es nicht vorlesen, ich bin unglaublich. Erstellen Sie eine Transferroute für Vitamindrinks von Walbrook-Becken nach Ikuma-Gletscher. Produzieren Sie Neuroimplantate. Bei uns ihr Gemeindezentrum. Öffnen Sie die Strategiekarte. Ist das Strategiekarte? Ich glaube. Ah, neue Transferroute. Vitamin Drinks. Ausgangssektor wählen. Nach Ikuma Gletscher. Jo, sag's, finde ich gut. Den ganzen Tag lang diesen kalten Temperaturen ausgesetzt zu sein. Ihr Arktis-Personal wird die Extraportion Vitamine zu schätzen wissen. Das freut mich. Verarbeite Informationen. Hast du sie jetzt verarbeitet? Bauoptionen erweitert. Oh, schön, Sie endlich persönlich. Okay. Neuroimplantate. Braucht Molybdän, um Neuroimplantate zu produzieren, die ihre Angestellten benötigen. Mhm. Okay, es ist Zeit für ein paar Verbesserungen. Ja, finde ich auch. Unterversorgung mit bestimmten Verbrauchsgütern. Ja, ich schaff da. Also, was braucht das? Metallschaum. Benötigt Bergbau. Ach jetzt. Wieso? Ach, das ist das Metall. Okay. Straßenanschlussfeld, ich weiß. Okay. Symmetrisch schön möglich. Können wir da gerade noch Stroße interessieren? Stroß. Warnung. Unerfülltes Bedürfnis nach bestimmten Verbrauchsgütern. Ich schaff da. Wenig Konservennahrung. Okay, ja, dem schaffe ich nicht, aber ich. Fisch 2, ich habe noch 2 Überschuss, oder was heißt das? Ja. Okay. Schau mal, jetzt wieder nur Kaffee. Ist der Metall schon jetzt gerade so umgelegen oder habe ich das nur?
Unsere Kontroll- und Kommunikationssysteme im All werden über solche Schnittstellen bedient. Wenn die Straße dann ganz so durchzieht, dann schon, wenn wir schon mal dran sind. Neuromodulfabrik. Die hat eine sehr spezielle Beleuchtung. Ich verlasse mich auf dich, verstanden? Ja, klar schon. Aber jetzt bin ich da am Schaffen, also lass mich mal in Ruhe, oder? Bauen Sie ein Gemeindezentrum. Ich brauche mehr Beschützer. Kriege mit einer mehr Beschützer. Kreditbilanz. Angestellte. Wartung. Transferrouten. Oh. Okay. Also bauen wir mehr Häusle. Generiert. Okay. Ah, das ist auch nicht gerade wahnsinnig effizient. Scheiße. Kann ich dich da übersetzen oder haben die Leute kalt? Die haben kalt, okay. Ärgerlich. So. Jo, ich. So. Kurzer Moment, ich muss das hier optimieren, es stört mich. Das muss mal weg. Jo, ich. Ah. Das wollte ich nicht mal wählen, aber jo. Entschuldigung. Schloss schnell wegmachen, dass wir nicht unsiedlich auch nicht tun. Kurzer Moment, kurzer Moment. Ja, das ist jetzt die Frage, wie machen wir das nachher? Das ist egal, also machen wir die Straße da dran. Okay, Wärme ist vorhanden. Neue Baupläne verfügbar. Das freut mich. Wärme haben wir dort noch. Der eine hat Straße. Stimmt. So, dann. Immer noch Minus, jetzt sind wir auf 0, 5, 11, okay, sehr gut. Und das Gemeindehaus können wir auch machen. Produzierst du Wärme? Erfüllt das Bedürfnis nach Versorgung, platzieren Sie es nahe der Wohngebäude, um diese zu versorgen. Okay. Okay, wo alle nicht mehr sind. Ich hätte es jetzt da in die Mitte gemacht, so platsch. So, irgendwie da. Da. Machen wir es da an, so. In Zeiten wie diesen ist es wichtig, dass die Leute enger zusammenrücken. Besonders mit Terroristen vor der Tür. Ja. Naja, absolut. Ah. Werden wir wieder befördern. Jemand hat die Wissenschaftler gerufen? Erfolgsliste aktualisiert. Der Button ist praktisch. Wie viel brauchen wir? 250. Und wie viel Leben ist um ein Gebäude? Aha, okay. Bis zu 10. Also wir haben 25 upgraded theoretisch. Okay. 15, jetzt haben wir keine Arbeiter mehr, das ist wahrscheinlich nicht so das. Okay, die Pläne für die Raketenstartrampe sind vollständig und ein paar Tests wurden durchgeführt.
Von unserer Seite aus können wir mit dem Bau beginnen. Die Pläne sehen vielversprechend aus, aber ich habe mit John Rafferty gesprochen und es gibt ein paar Probleme bei der Umsetzung. Geht's? Wieso das, John?